der nächsten Darbietung sehen wir die im Vorjahr entstandene Gemeinschaft aus den bayerischen Kindertanzgruppen Augsburg, Ingolstadt, Herzogenaurach und Nürnberg. Annette Folkendt koordinierte diese Zusammenarbeit. Sie zeigen uns heute einen Einakter mit dem Titel Kinderkronenfest, das Doris Hutter verfasst hat. Was ist denn das, Hansi? Du meinst das? Na, sowas nennt man Kinderkrone. Du spinnst ja, das ist ja viel zu groß für einen Kinderkopf. Sag bloß, dass jemand so einen Kopf hat und dazu noch ein Kind. Lügst du jetzt gerade? Wie soll ein Bayer das verstehen, sonst die große Krone sehen, die auf dem Stamm 11 Meter lang und dem Altknecht hinauf bis zur Krone zu steigen, dem wird nicht warm. Gib nicht so an. Ich kann dir zeigen, wie mal beim Mann unserer Stadt, dessen Stamm ist 20 Meter lang, schön geschmückt in Blau und Weiß. Ja, Rot und Weiß, ich auch einen Baum. Doch, das war dann ein fränkischer Baum, doch euren Stamm, den schmückt ihr kaum. Nur mit der Krone, weil der Knecht den Stamm hochklettert. Das geht schlecht, wenn dort ein Band ist angebracht. Doch der, der dann das Klettern macht, wo ist der Knecht, wer ist sein Herr? Das weiß ich nur so ungefähr. Der heißt nur Knecht in keinem Herr. Ein sportlicher Bursch, der klettert gern. Was machen die in Trachtengrab? Sie stellen sich auf. Komm mit, es wäre schade, wenn wir den Aufmarsch glatt verpassen. Ob die mich mitmarschieren lassen? Ja. Erinnerung.
Es folgte Feldarbeit, danach die Ernte und der Herbst dann brach. Im Winter war sie schon Braut und kurz danach auch schon getraut. Das ist heute aber nicht mehr so. Du sei froh, heute ist es anders. Du sei froh, dass Opa Oma zur Frau nahm und bald darauf Mama zur Welt kam. Sonst wären wir heute nicht hier. Es geht weiter, komm, schnell, laufen wir. Liebe Eltern, liebe Festgemeinde, alle, die erschienen hier, darf ich herzlich grüßen in der Kindernamen. Wir, die noch lernen müssen, diesen Brauch zu pflegen, gut schaffen Marsch und Reihen. Auch das Kronenschmücken tut, man uns richtig zeigen. Selbst in Zeiten, die entfernt, gab es dafür Lehrer. Denn was Hans hier nicht gelernt, lernt der Hans viel schwerer. Deshalb lehrt uns diesen Brauch, zu dem wir gut passen, in den Trachten. Helft uns auch, es nicht zuzulassen, dass dies bunte, schöne Fest mal aufhört zu leben. Dafür wollen wir, liebe Gäste, unser Bestes geben. Unser Bestes geben heißt üben, üben, üben. Wer sich fest am Leben reißt, den kann nichts betrügen. Hört, was unser Eines kann, die Querflöte ist nun dran. Jetzt geht's los. Trete zurück in klein und groß aus Augsburg. Tanzt nun für die Gäste auf unserem Kinderkronenfest. Thank you.
Thank you.
Vater. Stolz stehen wir hier in unserer Stadt. Haben wir die Sache nicht gut gemacht? Ja!